wollte mich jetzt hinrichten für diese Ketzerei. Ich erzähle nur das, was die Notizen des ersten Meister des Flusses zutage getragen worden sind. Von Ach, Hiram ibn Rajiv. Ich habe Dinge gesehen, als ich Feuerschlick konsumiert habe. Das geht noch weit über das hinaus, wie ihr gerade erzählt habt. Tja, macht euch keine Sorgen. Für den Konsum von Feuerschlick würden euch auch andere Seiten einen Ketzer nennen. Ja. Aber, wenn ihr Talusa selbst nicht bereisen wollt, der Unergründliche sei gepriesen. Die Befürchtungen, die seine Erhabenheit und ich teilen, scheinen sich zu bewahrheiten. Der Odem der Verderberin vom Fluss und vom Meer ist stark in Talusien. Ihre Verehrung, die schon den Elemiten zum Verhängnis wurde, zersetzt wie ein Gift die leicht zu verführenden Seelen in den abgelegenen Dörfern, gerade am Rande von Sümpfen. Hieß es das Erbe Vajats, vor dem mich die Gesichter warnten und dass es an der Wurzel Ossyrten gilt. Das schrieb er damals, 779. Die Schriften könnt ihr, wie gesagt, bei mir einsehen. Ist das denn hier am Sumpf und am Fluss auch schon so? Wir hörten aus anderen Städten, nun Kunchom, dass es Probleme gibt mit den Flussläufen. Nun, ich habe auch davon gehört, dass Seuchen um sich wüten in den anderen Städten, aber hier haben wir das nicht. Wir haben hier ganz anderes Gezücht, was in den Sümpfen sitzt. Vor allem im Süden von hier. Erzählt. Nun, das sind auch die Geschichten, die Al-Haki hören wollte, als er aufbrach. Seid ihr auf seinen Spuren? Oder warum kommt ihr wenige Wochen nach ihm jetzt hierher? Und was wäre... Hier, weil er es nicht geschafft hat. Er hat es nicht geschafft. Nein. Ich war mir nicht ganz sicher. Ich weiß, dass ein El-Hakir in den Gruben saß vor dem Palast und dann geköpft worden ist. Aber ich weiß, dass El-Hakir viele Söhne hatte. Hätte er auch ein anderer sein können. Wenn er es jetzt ist. Nun, er hat sich immer geschämt, wisst ihr? Dafür, dass er... Nun, dafür, dass er zwei mächtige Piraten hat geformt. Und zwar nicht nur Darion Paligan, sondern auch noch Wrack. Ja, könnt ihr das mehr ausführen? Er hat doch damals... wann war es? Kurz vor dem Löwe und den Rabe-Feldzug, als die Alanfana die Novadis, nun, als sie sich rächten. Er hatte Darion Paligan, all den frischen Admiral zur See, von seinem eigenen Flaggschiff entführen lassen und dann in den Sümpfen in Talusa verkauft. Beziehungsweise in Talusa verkauft und er entkam in die Sümpfe. Nun, er brachte es nicht zu Ende. Damals waren die Novadis noch angesehen in Talusa. Mittlerweile nicht mehr. Ihr habt doch gesehen, dass ihre Mauern zugemauert worden sind, der Eingang. Verzeih, Großer. Ja, die Bastarde haben sie im Tempel eingemauert, das stimmt. Und welchen zweiten Piraten meinst du? Wrack. Ja, das sagt mir nichts Besseres. Ein grausamer Pirat. Er hat sie beide, nun, beschämt. Und hat sich, nun, er hat sie erschaffen, möchte man so meinen. Mit seiner Grausamkeit erschuf er Monster, die noch viel grausamer waren als er und die noch mehr Tod und Verderben brachten. Nun, ich weiß, wie es ist, mit Schuld und Schande leben zu müssen. Durch meinen Fehler ist immerhin damals mein Bruder gestorben, aber es gibt Möglichkeiten, sich dieser Schuld zu stellen und Sühne zu erhalten. Und nun, wenn er sich offen dafür schämt und dieses Problem angehen möchte, so sollten wir ihn darin unterstützen, nicht wahr? Naja, wenn er es nicht geschafft hat und nun tot ist, dann wird er höchstwahrscheinlich ein nicht sehr erfülltes Leben dort draußen haben. Nun. Würde mich nicht wundern, wenn er als Geist wiederkommt. Ja, das ist tatsächlich der Fall. Aber er ist ganz umgänglich als Geist. Er ist ein herrischer Saftsack.
weiß nicht, mit wie vielen Geistern du schon zu tun hattest, aber ich fand ihn eigentlich ganz nett. Besser als der andere Geist, der Zulamin auf Maraskan besessen hat. Also soll ich den Schädel jetzt aus dem Rucksack holen oder brauchen wir den nicht? Na, lass den Schädel mal Schädel sein. Hervorragende Idee. Sagt einmal, habt ihr schon von einem Tempel der tiefen Tochter hier in den Sümpfen gehört? Ja, habe ich. Da müsstet ihr an Krakawar vorbei. Der hat den letzten Effortschrein. Da bin ich das ein oder andere Mal am Rande des Knüppeldamms. Das sind aber wirklich ein verfluchter Ort. Und von dort aus könnt ihr euch weiter in die Sümpfe vorantasten. Also von hier aus Richtung Praios? Nun, wenn ihr von hier aus dem Talusim folgt, dann müsst ihr bei Talus fort in den Süden abbiegen. Und dann kurz vor dem Talus-Massiv taucht dann Krakawar auf. Auf den Karten ist es nicht verzeichnet, dafür sind es zu wenig Einwohner. 70 Stück oder so etwas. Wie gesagt, am Ende des Knüppeldamms. In der Mitte ist noch ein runder Reisspeicher. Da müsstet ihr euch dann mal rumfragen. Der Kadi von dem Ort ist der Schwertmeister Tamayat. Er kann euch vielleicht weiterhelfen. Und die Bewohner verehren die tiefe Tochter oder bewachen sie den Tempel? Sie fürchten sie. Nein, wie gesagt, Krakawar hat noch einen Effortschrein, den ich ab und zu mal besuche, aber sie kennen zumindest die Orte weiter draußen im Sumpf, wo wohl die Geburtsstätte des Heptarchen sein soll. Und womit müssen wir im Sumpf rechnen? Tja, mit den Sumpfdingen, die uns Effort ebenso gegeben hat. Irrlichter, Tümpel, Sumpfkrakenmolche. Nun, solange es nur Effort ist, der uns diese Dinge gegeben hat. Würden uns diese Einwohner dann behindern, diesen, ich will nicht sagen, Tempel aufzusuchen? Das glaube ich nicht. Sie sind zwar misstrauisch, ein misstrauischer Menschenschlag und wohl auch sehr verschlossen, vor allem Fremden gegenüber, aber wenn ihr offen berichtet, dass ihr von mir kommt und dass ihr nun die Geburtsstätte sucht, ja, dann, sie werden euch nicht führen, aber sie werden euch die Richtung weisen. Nun gut, das hilft uns schon viel weiter. Wie gesagt, reist von hier aus nach Talus fort, da wäre ich normalerweise sonst auch, aber bei der unsteten Strömung war wohl ein Zufall, dass wir uns hier getroffen haben. Gerade weil ich kein Licht an hatte. Ja, aber sagt nicht ein Zufall. Mag sein, Junge. Dann werde ich mich für heute Nacht hinlegen. Ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch in unsere... Könnt ihr auch Wache halten mit Boltox. Na, Wache halten? Hier draußen ist sonst nichts. Glaubst du, ich hätte hier Wache gehalten, Junge? Naja, vermutlich nicht, wenn du das so sagst, aber... Hier sind wir mit der Natur verbunden. Vor allem mit Effort, gerade zu dieser Jahreszeit. Hier ist kein schwarzer Elf, der dir den Kopf nehmen will. Ich dachte ehrlich gesagt auch eher an Krokodile oder irgendwie sowas. Nein, das kann schon sein, aber wir haben zu viel zu verlieren, um nicht Wache zu halten. Gibt es hier Aufständische in der Gegend? Nein, hier ist weit und breit gar nichts. In Talus Fort gibt es einige hungrige Bauern, ebenso wie in Jabarien oder in Nabatil. Aber hier draußen ist nichts. Und wenn ihr Krokodile fürchtet, dann solltet ihr euch morgen auf eurem Boot umgucken. In der Nacht werden sie zumindest nicht in dieses Häuschen reinkommen. Aber apropos den Schlangenläubigen, die Sümpfe von Kryptor, die ihr sucht. Laut dem alanfanischen Hesinde-Tempel soll Kryptor wohl der Sohn von Hesinde sein. Ihr habt doch da drüben auch Krokodile. Wofür steht Kryptor? Ne, Kryptor ist... Nun, viele verwechseln den Namen Kryptor mit der tiefen Tochter und setzen beide Wesenheiten gleich, aber
Nun, Krypto ist wohl tatsächlich... Wusstet ihr, dass die Kryptographie von ihm kommt? Und das halte ich für ein Gerücht, aber... Nein. Das ist... Woher wollt ihr das denn wissen? Das ist doch nur ein Wortspiel. Nein, wenn er tatsächlich der schlangenleibige Sohn von Hesinde ist. Ich bin mir dessen nicht sicher. Ich glaube nicht, dass Krypto die Kryptographie erfunden hat. Ja, ihr müsst es mir auch nicht glauben, Junge. Sonst würde es ja schließlich Kryptographie heißen. Aha, aha, aha. Tja. Na gut. Aber ihr habt uns schon viel weitergeholfen. Wie gesagt, ihr solltet nicht Kryptor und die tiefe Tochter miteinander verwechseln oder gleichsetzen. Nun, das ist beruhigend, wenn uns das ein Geweihter des Erfahrt sagt. Ja, da drunten gibt es viele Götter. Nicht nur diejenigen, die wir anrufen und die nach Silem Horas erlaubt sind. Wusstet ihr übrigens, dass Silem Horas hier in Talusa war? Er hat damals Dunjaban hat er besiegt. Ja, Silem Horas hat das Reich ausgeweitet damals, bevor es zusammenbrach. Ja, das ist ja später passiert, aber... Naja, wie gesagt, es gibt mehr als ein Effort und seine Avatare und andere Meeresgötter. Er ist der Stärkste und der Mächtigste. Aber ich muss ja nicht die anderen Götter deswegen verkennen. Gibt ja neben Ronda auch noch Kor. Oder Pharmalor. Erzählt uns doch von diesem Numinoru. Numinoru? Ich glaube, wir haben diesen Namen schon in einigen Variationen gehört. Numibal oder so? Ja, genau. Numinibal, Numinor, Numinoru. Das ist vor allem ein Gott, der Gleichmut und der Wellen. Sein Tier sind die Rochen. Er ist weniger an der Oberfläche zu finden, deswegen haben die Menschen ihn auch damals nie berufen, sondern eher unterirdisch zu finden oder unter Wasser. Er kümmert sich um den Gleichmut unter den Wellen. Wenn er so gleichmütig ist, kämpft auch er gegen die blutige See? Oder davon könnt ihr ausgehen. Ihn das nicht? Nein, ich habe tatsächlich vor wenigen Tagen erst etwas gespürt, was in meinen Gesichten bisher nicht vorkam. Ein neues Wesen, was mit Numinors Namen an seiner Seite reitet. Sein Name schallt durch die Wogen, Vautor. Und er kommt nach Süden. Das ist gut. Die Götter und die Kreaturen dort unten rüsten sich ebenso zum Kampf. Es sind nicht nur die Schiffe, die ihr zusammenzieht, sondern auch all die Wesen, die dort unten sind. Die Kraken, die Haie. Sie wählen alle eine Seite. Und am Ende aller Tage werden sie sich entschieden haben. Erzählt mir mehr, Freyad. Dieser Stadt oder Region. Region, ja. Warum denkt ihr, dass gewisse Gruppen von Meereslebewesen die metaphysische Rechnung haben, als Gesamtvereinigung eine Seite zu wählen? Warum sollten sie das nicht tun? Nun, wenn ein Stamm von Lebewesen mit den kognitiven Befähigungen und der spirituellen Entwicklung wie die Menschen zum Beispiel nicht in der Lage ist, so etwas zu tun, warum sollte dann speziell Lebewesen, Meereslebewesen noch es sein? Und noch dazu, warum wählen Landlebewesen, die aber mit dem Wasser verbunden sind, keine Seite? Warum nicht die Schnappschildkröten oder die Sumpfgleiter? Warum die Haien und die Rochen? Die Schildkröten tun es doch ebenso. Allerdings haben sie schon vor langer Zeit Erwart angeschlossen. Und dann frage ich mich aber, warum sich nicht jede einzelne Schnappschildkröte eifrigen Falstes auf jeden einzelnen Charakterpapier wirft. Nun, ich gehe mal davon aus, dass sie das tun werden. Erwiesenermaßen nicht. Erwiesenermaßen? Selbstverständlich. Wir haben mehrere Berichte und Augenzeugen, Aussagen, wie auch Charakterbakterien hervorragend in der Lage sind, sich in der Nähe der üblichen lokalen Fauna zu bewegen, ohne ihre Zorn mehr über den Weg zu laufen, als normale Menschen es bitte. Junge, du verwechselst etwas.
den freien Willen, den man den Schildkröten genommen hat. Wisst ihr was? Es ist nicht so wichtig. Führt doch bitte die Antwort auf die Frage meines Kameraden fort. Das schlafende Meer, Cher Jus. Das ist das Perlenmeer, was sie dort einst nannten. Nun, Vajet war riesig groß und handelte auch mit den Menschen, die damals in Elam zu einigem Reichtum gelangten. Vor allem, weil die Exotiker, die sie aus der Tiefe nach oben brachten, Elam zu einem unglaublichen Reichtum verhalfen, der sonst nicht möglich wäre. Und dann traf es sich, dass Fex Fuk Suyugut den Nebelmeisters Schlussstein hinabwarf und die Pforte nach Vajet versiegelte. Die Hauptstadt fiel und mit ihr der Rest der Mare. Warum? Ja, wir können nur spekulieren, warum er das tat, aber er muss wohl diese Stadt oder Vajet an sich muss wohl den Zorn der Götter erregt haben. Aus irgendeinem Grund. Wir wissen nicht, ob es Elam war oder nun die Hauptstadt. Ihr meint, Fex hat Elam verfehlt und stattdessen Vajet getroffen? Ich glaube nicht, dass der Meister des Nebels etwas verfehlt hat. Wenn er denn wirft, hat er wahrscheinlich genau gezielt. Also ist denn der Untergang Elams wohl eher eine Nebenwirkung davon? Ja, wohl ja. Und die Frevlereien, die dort unterirdisch oder unter den Wellen nun nach oben kamen, waren wohl noch grausamer. Wisst ihr, welche Spezies Vajet bewohnt hat oder immer noch tut? Die Mare. Mare. Nun, Krakonia sicherlich auch, vor allem weil die in den Sümpfen in der Nähe waren, aber das waren so etwas wie gute Nachbarn, so würde ich sie eher bezeichnen. Und aus den Maren bildeten sich dann die Risso. Auch sie müssen ihre Seite wählen. Die Risso sind also die Nachfahren der Mare. Ja. Warum heißt das das schlafende Meer? Eine gute Frage. Die Quellen sind sich da nicht ganz einig. Es kann sein, dass Fex sie schlafen hat lassen. Woran gab es damals noch nicht. Aber vielleicht, weil es einfach nicht aufgewühlt war. Vielleicht, weil der Vater der Seeungeheuer schlief? Bahamut. Ja. In der Tat. Kann sein. Aber wenn ihr mehr über Fuchs Jugut lernen möchtet, dann solltet ihr tatsächlich wohl nach Selem reisen und dort die Bibliothek besuchen. Oder den Effa-Tempel. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der oder die Eferdi noch bei Sinnen ist und wer es gerade ist, denn das wechselt oft. Aber zur Not findet ihr in der Bibliothek mehr Informationen über den Schlussstein des Nebelmeisters. Gut, wir können fragen, aber ob wir Zugang erhalten zur Bibliothek im Effa-Tempel. Nun, man muss es sich zeigen. Tja. Vielleicht könnt ihr uns ein Schreiben mitgeben, der uns, nun ja, unsere gute Gesinnung bezeugt. Tja, das kann ich gerne machen. Habt ihr noch Fragen? Viele. Ist euch einiges bekannter geworden? Sehr viele, aber ich fürchte keine, die ihr beantworten könntet. Sehr gut. Dieser Schlussstein des Nebelmeisters ist aber nicht der Stern von Elam, oder? Doch. So wird er langläufig genannt. Gut. Nur in den meisten Geschichten wird angenommen, dass man Elam treffen wollte. Und deswegen wird er der Stern von Elam genannt, weil er dann diese Stadt vernichtete.
Aber was Fex wirklich verbergen wollte oder zusperren wollte, war tatsächlich die Hauptstadt von Jarl-Zogoth, die Nachtblaue. Nun, die Menschen dachten vermutlich, es ginge um sie. Tja, Menschen denken so oft, dass es immer nur um sie geht. Und dass dort draußen, in den, sowohl im Fluss als auch am Meer, andere Kreaturen leben, die vielleicht nicht zu Effard beten, das mag ihnen nicht in den Sinn kommen. Man sieht einen Wal und denkt automatisch an Svafnir. Man sieht einen Delfin und denkt, das ist das Zeichen von Effard. Aber wenn man dann eine Qualle vor sich hat, wer denkt bei einer Qualle oder bei meinetwegen Algen an Balana? Wer immer das sein mag, ist euch die Lage dieser Stadt, die Jarl-Zogoth, geläufig oder vermutet ihr einen? Ich kann es schon vermuten, ja. Aber sicher bin ich mir da nicht. Habt ihr euch mal die Karten um den Seelengrund angeguckt? Ehrlich gesagt nicht allzu viel. Nun, dann solltet ihr mal in eurer Kartothek nachsehen. Da gibt's eigentlich relativ gute Hinweise, wo der Schlussstein getroffen hat. Und genau in der Mitte muss dann Jarl-Zogoth liegen. Ja, ich würde Kapok mal fragen. Wer auch immer Kapok ist. Nehmt euch etwas von der Fischschuppe. Sie ist kalt. Ja, selbstverständlich ist sie kalt. Eine Delikatesse. Köstlich. Ich wünsche euch dann zumindest viel Erfolg, wenn ihr nun nicht nur nach Kragawa und nun dem Geburtsort geht, sondern auch wenn ihr dann später vor Selem kämpft hättet. Ihr habt ja Vautor an eurer Seite. Er hat seine Seite bereits gewählt. Was heißt hier wir? Das ist so eine Schlacht, da geht es um alles. Warum seid ihr nicht dabei? Gute Frage, Junge. Meine Seite ist hier. Meine Aufgabe liegt hier. Das hier gibt es nicht mehr, wenn wir verlieren. Meinst du, dass auch die... keine Aufgabe. Meinst du, dass die Angriffe nur an einer Seite geführt werden? Boah, keine Ahnung, ich dachte, wir sammeln einfach alle unsere Kräfte zusammen, so lassen es die Helden jetzt zumindest klingen und dann greifen wir Palligan an und dann ist alles vorbei. Solltet ihr den Nachtalb vertreiben und dies beweisen können, dann werde ich euch begleiten. Wenn diese Geburtsstätte von Darion tatsächlich leer wird, dann komme ich mit. Denn dann gibt es hier nichts mehr zu bewachen. Habt ihr schon einmal von einem magischen Zaubermeister namens Morodal gehört? Ja, selbstverständlich. Morodal, der Zauberkönig. Derjenige, der mit seinen Geisterschiffen vor Brabak Leute entführen lässt. Das Schiff, das Seelen frisst. Selbstverständlich. Derjenige, der den grauen Mann tötete. In welcher Beziehung steht er zu Jarl-Zogoth? Er war damals ihr König. An der Seite der Grundmutter. Ah. Er führte die Revolution. Einige sagen, dass er wohl ein goldener Mar sei, obwohl es goldene Mare gar nicht gegeben haben soll. Es gab nur die blauen und die schwarzen Mare, aber er war Gold. Ist das wahr? War der Gold? Ich erinnere mich gerade nicht mehr zurück, aber wir haben ihn ja alle schon mal gesehen, auch wenn nicht zeitgleich. Ich glaube aber nicht Gold. Oh, egal. Nicht, dass ich wüsste. Er hat seine Gestalt, hat er doch schon lange verloren. Ja, der hatte einen neuen Körper. Also, ist er gar nicht dieses Tentakelviech, was wir, also ich und Kasim damals in der Wildermark gesehen haben. Ihr wart dabei, als der graue Mann starb? Oh, nun, das kann ich nicht sagen. Aber ich war dabei, als dieser Zauberkönig versucht hat, das Schwert von der tiefen Tochter zu stehlen.
Das Schwarze. Und erst war er? So hat er sich zumindest vorgestellt, ja. Hm. Er hat uns auf dem Wasser angegriffen. Auf dem... Wie heißt der Fluss nochmal, auf dem der graue Mann lebt? Ich komme nicht aus der Wildermarkt oder aus dem Mittelreich. Der Derge. Ja, das wird er wohl sein. Uns wurde gesagt, er soll wohl ziemlich stürmisch sein, aber zu dem Zeitpunkt war er still. Und dann hat er uns angegriffen. Dann war der graue Mann schon tot.